Und somit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und Sachsen jetzt blau und natürlich wieder mit dem Matze. Hallo. So, Modified natürlich wieder hier am Start. Und jetzt würde es mich mal so ganz nebenbei interessieren, ob ich pflügen muss oder ob ich einfach grubbern kann. Ich bin der Meinung, ich kann auch ganz einfach grubbern. Sicher bin ich mir da wegen allerdings noch nicht. Werden wir ja gleich sehen. Aber das dürfte eigentlich an sich gehen. Da spricht ja nichts dagegen. Ich sehe auch einen leeren Anhänger. Wo bist du unterwegs? Ich hänge hier gerade die Anhänger aneinander und stelle die an die Seite. Auch sehr schön. Also machst was Sinnvolles. Ja. Das erfreut mich doch sehr. So, rückwärts fahren war noch nie so mein Ding, falls ich das noch nicht mal erwähnt haben sollte. So, läuft, läuft, läuft. Mehr oder weniger richtig ausgerichtet. Ja doch, der Helfer macht diesmal gut seine Arbeit. Richtig ausgerichtet. Und dann fährst. Achso, du fährst da jetzt hier blöd rum. Wird abgetankt werden oder was? Nee, 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 nee. Es geht bis darum, der Gruber arbeitet schon mal wieder. Das gleich mal einer mit einer Saat gedönt. Nicht mit einer Saat gedönt, erstmal mit einer Dinger gedönt drüber macht. Ich kümmere mich jetzt gerade eben um den Schneidwerkswagen. Schön gedriftet. Was jetzt zu machen, wenn er so scheiße steht? Da stand ja am Anfang noch nicht so scheiße. Holyback. Puh, Soll ich mit dem Ines. Dünger rüber jagen, Mann? Ja, ganz schon mal mitten. Aber wie gesagt, nicht über die angebaute Dings, weil das hinterlässt Spuren. Verstehst du? Spurenelemente. Andere Seite, oder? Das ist die Oder geht richtige Seite. das nicht? Nee, das ist die falsche. Entschuldigung. Das ist die falsche. So, alle ab. Na, und weiter geht's. Ja, wie gesagt, mit den Klebemaschinen dauert es ein bisschen. Aber ja, ich habe mir jetzt mit dem Kredit selber eine Scheiße gefahren. Kreditline 1200, also größer kriegen wir es auch nicht. Ich kann den Kredit aber auch nicht zurückzahlen, davon mal abgesehen. Weil wir auch. Überziehungszins, Kreditzeit, 7 Tage, bla bla bla. Ich will meine Kreditdetails sehen. Läuft über 30 Tage das Scheißding. Sonstiges, Kreditzinsen 10.000, minus 300.000 Lohnzahlung. Ja. Betriebskosten für Fahrzeuge kostet ja auch. Och Mann. Felderverwaltung. Wir könnten uns das billigste Feld für 9. Ach hier. Feld 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, das Mein ist hier. Gruber arbeitet scheiße. Warum? Weil er da mal was stehen lässt, wenn man losfährt. Es ist am Anfang normal. Das ist Immer vom. so einen Streifen lässt er stehen. Naja, das ist halt normal, weil da halt vorne abbremst. Nein. Er lässt ihn Ja, mittendrin in. stehen. Ja, da lässt er halt in der Mitte stehen. Das ist halt die Ausrichtung, mein Gott. Der Anhänger ist so Gott sei Dank nicht ein bisschen übertrieben für die Maschinen. Ein Dreiachser, ganz wenig. Aber gut, sollte uns jetzt erstmal nicht stören.
bringe hier mal ganz unfällig und ganz unauffällig hier mal das Ungedreschte mit. So ganz unauffällig. So, dann gehen wir das so erstmal wieder so ganz unauffällig, wie du das so schön sagst, ab. Nee, wir brauchen einen zweiten Drosser. Naja, wie gesagt, der Raps bringt uns jetzt, ich glaube, Blackie hat gesagt F9, ja, F9. Raps bringt uns am Gasthof 2400 ein, am Exporthafen 2484, also noch mehr. Ja, also müssen wir zum Exporthafen. Ja. F9. Wo zur Hölle bist du? Matze! Ja, er scheint mal wieder ein Disconnect zu haben. Das ist immer so schön. Bei Matze geht ja immer mal öfters. Ja, bei ihm geht ja immer mal öfters der PC aus. Aber gut, ihr habt es ja gerade noch von meiner Seite gehört. Wir müssen dann erstmal zum Exporthafen. Bevor es dann hier weitergeht. Moment, ich kann hier nicht stehen bleiben. Hier kann ich nicht stehen bleiben. Da muss ich hier rüber. Am besten komplett mal außerhalb des Feldes. Man merkt jetzt schon, dass der Traktor viel zu schwach für den Hänger ist. Und dann ist er gerade mal. Da ist er gerade mal zu 36. Ach du heilige Scheiße, faul das schon? Nee. Puh, sah nur so aus. Das Vision, ja. Müssen wir zusehen, dass das hier schnellstmöglich was wird. Alter, ist der verträgt. Oh, und dann gleich mal hier noch eine gediegene Runde weiter mit den Schultern. So ganz unauffällig hier dran vorbei, dass wir jetzt hier noch nebenbei. Ja, der Helfer ist doch ein bisschen dumm ausgerichtet worden gerade. Gut, merkt man aber erst im Nachhinein wieder. Na, da kann man wenigstens vorne dann wieder richtig aussetzen, umsetzen, einsetzen. Je nachdem, wie man das Ganze sieht. So. Dann einmal hinterher, bevor er hier wieder bis nach Moskau fährt. Halt, wunderbar. Und einmal rückwärts und dann justieren wir ihn nochmal neu. Der war an sich eigentlich schon fast richtig justiert, aber halt hatte so einen leichten Linksknick, wie ich das hier sehe. Jawohl, da ist es gerade, aber dort nicht. Ja, muss man manchmal nicht so ganz verstehen. Wie gesagt, mit der Kreditline ist aktuell ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, davon abgesehen. Normalerweise konnte man sich da ja einen ganz guten Kredit nehmen. Aber wir können uns leider auch, was ist leider, wir können uns auch kein Geld dazu cheaten. Weil, ja, weil die Anti-Cheat-Protection da drauf ist und das Baby erkennt das nämlich. Und wenn wir uns da Geld dazu cheaten, was anfangs nicht im Safe-Game drinne gespeichert war, zieht er uns gleich mal das Doppelte ab. Und ja, da haben wir im Endeffekt auch nichts davon gekonnt. Einzige Problem ist darin, dass wir unser Konto nicht mit Kauf- und Landmaschinen überziehen können. Sonst hätte ich jetzt gesagt, gut, verschulden wir uns mal für eine neue Maschine, da kommen wir wenigstens, ja, da kommen wir wie gesagt wenigstens noch irgendwie rum. Ist. Aber nee, das will ja leider auch nicht so. Wie geplant und deswegen, ach hier, ich wollte den Gruber aktivieren, dass der das ja weiter grubern tut. Wir brauchen hier eindeutig eine stärkere Maschine vorne dran. Der schleppt sich jetzt, wie gesagt, schon tot.
So, na wie gesagt, auch ein Dreiachser an so eine Maschine ranzumachen, ist auch ziemlich dämlich. Braucht ihr mir, wie gesagt, nicht in die Kommentare schreiben. Das ist mir bzw. uns schon bewusst, aber wir haben ja nichts anderes. Und wenn es da unten gleich mal steht, warum sollte man es dann nicht mitnehmen? Machst du mal aus hier, geht alles um Sprit. Und dann einmal wieder Gas geben und Anhänger abholen. Lädt er noch ab oder ist er schon fertig? Der ist schon fertig, oder? Ja, der ist schon fertig, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alt. Ja, noch ein Stück rum, noch ein Stück rum. Jawohl, noch ein Stück rum. Ja, haben wir ja fast die Hälfte voll, bin beeindruckt. Ja, also wenn wir ihn jetzt so einstellen lassen würden, würde er wieder einen leichten Linkstrall bekommen. Deswegen würde ich einfach sagen, bleiben wir mal einfach hier drin sitzen, denn wir können im Endeffekt eh nichts weitermachen. Wir sind jetzt erstmal daran gebunden, das Feld fertig zu bekommen. Wie halt so schön alten Oldschool-Zeiten, wie man so schön sagt, gell? Und dann machen wir das auch, weil Helfer kosten jetzt bloß Geld und der Sommer aktuell ganz wenig. Aber wir können da wegen mal das Rohr zu machen, das ist schon sehr ansehnlich. Sehr reizend. Egal wie bescheuert sich das anhört. Und ja, ich sehe auch gerade wieder mit voller Erschrecken, wir haben das Vorgewinde vergessen. Mist. Mats ist es aber ohne Ei gefallen, ne? Also haben wir bitte eine Schuld dran. Machen wir dann dementsprechend beim nächsten Feld hier drüben, sprich Weizen. Aber da die Rapspreise ja nicht so schnell fallen, ja, passt das eigentlich alles. Ja, und der Matze ist zurück. Hey, ho. Ja, ja. Mein Rechner wollte nicht mehr. Ja, Standard. Aber komischerweise ist es schon mal aufgefallen, immer bei LS schmiert der ab. Hm. Ist halt nicht für LS ausgelegt, ne? Ja, oh, für COD aber. Ja, richtig. Na, COD sieht ja beschissen aus wie LS. Haha. Ja. Müsste mal sein. Spitz es aber selber. Ja, weil man es aktuell mal wieder spielen kann. Nebenbei wohl bemerkt. Ja, ich bin gerade noch hier am fleißig abdrängen. Wir haben das Vorgewinde vergessen. Und? Schlimm. Haben wir das normalerweise. Am Fahren. Nö, ich fahre aktuell selber, weil ja nichts ansteht. Wir können ja nichts machen. Wir haben ja nicht Geld. Ja. Jo. Deswegen müssen wir uns ja leider gerade mal selber. Wir haben ja nicht mal nicht Geld für Hühner. Weil selbst ein Huhn. Ja, wir haben nicht Geld für Hühner. Für die Huhn. We are not Geld für die Huhn. So. Not Geld for the Chicken, du Idiot. Ja, na, ist mir doch scheißegal. Am Arsch, nicht Geld für die Chicken Nuggets oder was? Chicken Wings. Ja, Chicken Wings. I am not money for the Chicken Wings. Ja. Englisch muss ich dir echt nochmal beibringen. Was will ich mit der Sprache? Es ist eine Weltsprache. Das ist im Arsch. In Deutsch ist eine Deutschsprache. Und ich wohne hier in Deutschland. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Das kommt zum bestmöglichen Zeitpunkt. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Matze und seine Technik. Applaus bitte. Ja, Gott sei Dank geht das ja schnell. Oh. Ja, du kannst einen Gruber bitte anhängen und einen ganzen Bild grubern. Hätte sich auch mein Träger geschnappt, wollte ich sagen. Ja, weil es schwachsinnig ist, mit einer kleinen Maschine einen Dreiachser zu fahren. Auf die Idee muss selbst du kommen. Selbst nach warum drei Bullen. So noch 13 km/h. Woher soll ich das wissen? Es wird am ESL-Limit hier rumgespielt. Ist es Gewicht, was zu schwer ist? Mist. Das habe ich mich ja schon verfahren. Gerade eben fuhr er noch 50. 40. Jetzt hört er wieder normal, ohne Gewicht. Ja, ne, das Gewicht wirkt sich auf den Traktor aus.
Ja. Jetzt nicht mehr. Rain. Richtig. So, ein Sommertank voll. Das Ding hat sogar teilweise was gebracht. Dass man hier etwas mehr Ertrag mit reinbekommt. Obwohl, da kannst du eher erstmal die Düngermaschine dranhauen statt den Gruber. Das ist erstmal wichtiger, dass jetzt hier die Dinger ein bisschen gedüngt werden. Aber du kannst ja hier einen Helfer einstellen, damit den anderen die Düngemaschine fahren. Wir haben ja zwei da. Jetzt natürlich jetzt die Grubermaschine da liegen lassen, wie ich sehe. Tüt, 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 tüt. So, kriegen wir vielleicht den ganzen Anhänger für das Feld voll. Das ist schön, das sind dann im Endeffekt, keine Ahnung, 90 Tonnen, 50 Tonnen irgendwas. 40 Tonnen. Von den 40 Tonnen sind es dann das tatsächliche Gewicht irgendwas mit 20 Tonnen. Jo, wird auf jeden Fall nicht viel werden. So, und einmal aktivieren bitte. Ja, wunderbar, 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 wunderbar. Und da sehe ich auch schon wieder, sind wir für die Folge wieder fertig heute zum Bergfest. Das heißt, wir sehen uns morgen zum, ja, fast goldenen Donnerstag wieder in alter Frische. Bis dann, haut rein. Tschüss. Bitte ein bisschen mehr Motivation.